Ja, Hallihallöchen und ein herzliches Willkommen zur zweiten Folge vom Kena Bridge of Spirits hier auf meinem Zonk-Kanal. Meine Lieben, ja, diese Musik ist einfach so cool. Finde ich genial, Leute. Wir müssen Rods finden. Und das ist ja gar nicht einmal so ohne. So, ich würde mal sagen, ich springe hier mal rüber. Oder? Jawohl! Ich bin Lara Croft, Leute! Ja, wir müssen diese Rods finden. Weitere Rods finden. Schaut mal. Hallo, der nächste! Der nächste Rod. Christi! Ah, nur noch einen einzigen Rod, dann haben wir alle Rods zusammen. Cool, oder? Rod gefunden. Finde ich cool. Da haben wir einen Rod. Aber wo soll der letzte sein? Was ist da? So, wir haben vier Rods jetzt auf unserer Seite. Ja. Schauen wir mal. Sind wir da bei der Wasserfälle? Wo der letzte Rod ist, das weiß ich ehrlich nicht. Boah, der kann aber wirklich weit hüpfen, Leute. Wo soll denn noch ein Rod sein? Vielleicht hier? Nö, da ist er nicht. Also einer rennt eh immer hin, wenn er eine Spur hat. Boah, das ist so... Aber mystisch ist es schon auch ein bisschen so, wenn diese Musik aufhört und dieser Wind ist. Die hustet. Was ist da drin? Aha. Was ist das für eine Tür? Schauen wir mal. Okay, die kann ich so jetzt nicht öffnen. Machen wir uns mal. Da ist ein Rod, Leute! Da ist ein Rod drin! Ja! Den letzten Rod haben wir gefunden. Servus, wo warst denn du die ganze Zeit? In einer Kiste drin. Jawohl, Level 1! Die Rod können jetzt mehr Aktionen ausführen. Die Rod können helfen. So Leute, dein Team von Gefährten ist gewachsen und dir steht jetzt eine Rod-Aktion zur Verfügung. Haha, drücke R, um die Rod auf Objekte in der Umgebung zu schicken. Sammle Rod, um aufzuleveln und mehr Rod-Aktionen zu erhalten. Super Leute! Das ist ja cool, oder? Kann ich in der Kiste noch was machen? Nö. So. Schauen wir mal. Können wir da bei der Tür was machen? Nö, auch nicht. Jetzt haben wir alle Rods zusammen. Na bitte. Ist ja genial. So, R. Könnt ihr vielleicht die Tür aufmachen, liebe Rods? Ich kann nicht R drücken. Okay, das geht das wahrscheinlich gar nicht. Rod kommt hinterher. Was ist da? Gut, da kann man auch nichts machen. Gut. So, was soll ich jetzt machen, Leute? Das ist die große Frage. Ah, ich glaube, ich ahne was. Und zwar da, diese... Da ist ja was... Da ist ja so ein komisches Ding hier. Zum Beispiel da. Da leuchtet ja was. Auf R, Leute. Aua! Okay, das tut mir was. Oh, das ist nicht schön. Rod verwenden. Leute, schaut mal. Hier kann ich Rod reinschicken. Genau, das dachte ich mir. Drücke E, um zu pulsieren und das Todeszonenherz zu zerstören. Jawohl, schaut mal. Super. Und jetzt können wir darauf. Haha. Na bitte, cool. Jetzt haben wir die erste Rod-Aktion hinter uns. Wahnsinn.
So, dann geht's mal weiter. So lieb das Spiel. Finde ich richtig cool, Leute. Was ist das hier? Okay, das ist nichts. Ich schaue mich da mal um, weil ich bin Arzt. Okay. Was ist das da? Okay. Darunter kann ich eigentlich auch gehen. Da ist ein Wasserfall. Okay, ich kann so auch. Ich muss die ganze Steuerung erst kennenlernen, Leute. So, was ist da los? Ah, da ist was zum Raufspringen. Jawohl, ich bin oben angekommen, Leute. So, jetzt bin ich mal da. Okay, da ist noch ein Todeszonenherz. Ich muss mal ein Schlückchen von meinem Energy Drink nehmen, Leute. So, dann geht's einmal weiter. Was ist das da? Einfach nur ein Gestein, okay. Was ist da los? Da ist ein Todeszonenherz. Gegner erschrecken die Rod. Die Rods sind verängstigt und haben sich versteckt. Greife Feinde an, um Mut aufzubauen. Verwende Mut im Kampf, um Rod-Aktionen durchzuführen. Okay. Gegner. Muttropfen können sich in der Welt bilden. Sammle Muttropfen in deinem Impuls. Mit deinem Impuls E. Oder berühre sie, um schneller Mut aufzubauen. Aua! Rot-Aktionen verfügbar. Die Rots sind bereit. Sie können Todeszonenherzen zerstören und oder Feinde binden. Drücke R, um deine Rot schnell auf Objekte in der Umgebung zu schicken. Halte linke Shift, um zu zielen, und drücke dann R, um Rod zu binden. Shift. So. So, die Rods gehen einmal dahin und zerstören das Herz. So, das Herz wird zerstört. Wann ist denn das Herz zerstört, Leute? Mach das Herz kaputt! Komm, mach das Herz kaputt! Weil das Herz spawnt immer wieder neue Gegner. Ja, das ist kaputt, Leute. Super. Das Herz ist kaputt, das Todeszonenherz. So, gibt es irgendwo Muttropfen? Aua! Damit ich neuen Mut bekomme. Gut. Super gemacht, Rod. Ihr seid ja lieb. Na bitte. Da oben habt ihr aber noch. Da geht rauf, zerstört das Todeszonenherz, oder wie das heißt. Damit ich da raufkomme. Da kommt's. Okay, noch einmal rauf. Super, erledigt. Und jetzt kann ich rauf. Na bitte, toll gemacht, liebe Rottis. Super.
So. Ja, Tobi, ja, ja. So. Gut, gehen wir mal darauf. So. Hallo, Rotti. Die sind so lieb, die Rots. So, was kommt als nächstes? Es ist so... So super, das Spiel. Mir gefällt es richtig gut. Ah, da ist was. Rot verwenden. Was haben wir da? Was macht sie damit? Die Rots sind wirklich stark, ja. Die Rot können bestimmte Objekte in der Umgebung bewegen. Drücke R, um die Rot ein Objekt aufheben zu lassen. Sag den Rot, wo sie hin sollen, indem du mit linke Shift zielst und dann R drückst. Okay. Objekt freigeben. So. Wo sollen sie mit dem hin? Ich würde mal sagen... Da... Ah, nö. Freigeben, nö. Da, Rod, nimmst das? Die Kiste hier? Und legt sie dahin. Kommt, Rot. Objekt freigeben. Okay. Rot verwenden für das, dann heben sie das auf. Wo soll das aber hin, Leute? Wo sollen die hin? Da, oder? Wo sollen sie mit dem hin? Hier! So, jetzt sind sie wieder bei mir. Leute! Rot verwenden. Dann nehmt's das. Objekt bewegen. Hierhin. Hierhin, hier rüber. Kommt, kommt, kommt. Hierhin. Objekt bewegen. So, dahin. Ja, komm, haha, ja, ich hab's. Stellt mir das dahin, danke schön, dass ich rauf kann. Da wurde Musik ja rauf, Leute. Danke, Objekt freigeben. Dankeschön, liebe Rotti Wottis. Ich muss noch mal kurz schauen, ob ich den Impuls einschalten kann. Nö. Cool. Super, Kante greifen. Okay. So, jetzt bin ich einmal da. Da oben kann ich wahrscheinlich gar nicht hin, oder? Oh ja, ich könnte sie da hinschicken auch. Rods, ich brauche euch noch einmal. Ich brauche euch noch einmal, ja. Rod verwenden. Bitte nehmt das. So, und stellt das da. Geht das daher? Nö, das geht ja gar nicht daher, Leute. Das geht ja überhaupt nicht daher. Nö, lasst das. Ja, dann kann ich nur das nur daher gehen. Passt, ist ja wurscht jetzt. Ah, kann ich da noch was? Looten kann man ja bei dem Spiel nicht. Das stört mich ein bisschen. Ah, ich bin lootsüchtig, Leute. Macht ja nichts. So, dann sehen wir mal da oben. Was haben wir da drüben? Okay, da kann man nichts aufschlagen. Was ist da? Öffnen, natürlich. Was haben wir da? 25 Kristalle, oder was ist das? Ah, Kristalle. Also man kann doch looten. Genial, Leute. Na, Gott sei Dank.
Was ist da hier? Ah, nur Stein, okay. So, schauen wir weiter auf der Leiter. Was ist da los? Aha. Rod verwenden. Was ist das? Stellst das auf, bitte, ja? Hallo. Und jetzt? Ah, 30. Was ist das? Ich habe 30 erhalten, aber was? Was ist das, Leute? Habe ich ein Inventar? Auf I kann ich nicht drücken. Auf Tab vielleicht? Nö. Und so kann ich nur... Ich speichere mal das Spiel, Leute. Also wir sind im Dorf, in den Dorfruinen. Okay. Gut. Aber was ist denn da eigentlich? Was kann ich da machen? Warum habt ihr das jetzt aufgestellt? Wäre einfach was gelegen ist oder was? Ah, das ist sinnlos. Eine sinnlose Aktion gewesen, Leute. Oder muss ich das alles aufstellen? Weil hier haben wir 3. Der eins ist gelegen. Vielleicht muss ich alle aufstellen, Leute. Das kann durchaus sein. Also Ausschau halten! Nach dem nächsten. Ist alles zu hören? Ja. Ausschau halten nach dem nächsten Drum. Okay, dann muss ich da... Aha, okay. Also... Kann ich da irgendwas machen, dass ich darauf komme? Nö, überhaupt nicht. Das habe ich jetzt aufgestellt. Kann man die Kiste irgendwo... Weil da geht es ja jetzt nicht weiter. Oder? Geht's da irgendwo lang? Nö, da soll es nicht lang gehen. Gut, da soll es einmal nicht lang gehen, oder was? Aha. So, wie schaut's da aus? Da kann man auch nicht. Vielleicht hier rauf? Ja, da drüben. Super! Passt! Die kann wirklich sehr weit hüpfen, Leute. Irgendwie erinnert mich das an Tomb Raider. Nö, ich meine, es ist ein komplett anderes Spiel, aber vom Springen her und so. Okay. Kante greifen. Habe ich jetzt gar nicht greifen müssen, aber egal. Vielleicht hätte ich es können, aber... Was ist da oben? Ah! Leute! Das wollte ich nicht! Nö, da schicke ich die Rods jetzt nicht drauf. Ah, Leute! Noch einmal. Zack. Blam. Bum. Bim. Ich kann eh super springen, Leute. Toll. Leiwand. So, was ist das hier? Ah, das, da muss ich aufpassen. Das sind diese giftigen Dinger da. So, geht's weiter, Leute. Ach du, was ist das? Aber bevor ich den mache, Leute, in der nächsten Folge... Weil dann habe ich wieder einen 10-Minuten-Kampf. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt sein soll. Leute, da oben wartet was auf uns. Was? Oh je. Meine Lieben, dann würde ich einmal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Das war auch Folge 2 von Kena Bridge of Spirits. Cooles Spiel. Mir gefällt es richtig, richtig, richtig gut. Muss ehrlich sagen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und macht es gut. Und falls wir uns diese Woche jetzt nicht mehr sehen sollten... Dann wünsche ich euch jetzt schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Kommt gut rüber und habt einen super Start ins neue Jahr. Ich sag Game Over und ciao.